Hallo und herzlich willkommen zurück beim Gartenkanal. Heute geht es um diese Knolle hier, das ist Topinambur. Und da ich schon gespannt bin und im Garten was machen will und es auch hier drauf steht, pflanzgut umgehend aus der Plastiktüte nehmen und am besten gleich einpflanzen, werde ich das tun. Und zwar die zwei kleinen Knollen hier. Und da der Inhalt für ca. 8 bis 10 Pflanzen reichen soll, man die wohl in zwei schneiden kann, werde ich eine halbieren. Und die drei Wurzelknollen sozusagen kommen dann hier am Haus rein, wo die Hacke liegt. So, ich habe den Boden jetzt mal vorgelockert und drei Löcher gegraben und die eine Knolle in zwei geschnitten. Man sieht, weißes Fleisch ist richtig frisch und saftig. Und ich würde sagen, ich setze die große Knolle einfach mal rein. Und ja, ich bedecke die mit Erde und viel mehr zu machen gibt es nicht. Die sollte so 8 bis 15 cm tief drin sein. Ich schätze sie jetzt 8. Und Moment, ich markiere es noch mit einem kleinen Stöckchen. Und ja, viel zeigen wird sich nicht, weil die dann wohl erst im Mai eben auskeimen oder austreiben, besser gesagt. Und es werden dann eben hohe Stauden und die haben sogar Blüten. Sieht ein bisschen aus wie Sonnenblumen. Und dann kann man die Knolle, Moment, hier noch ein Stöckchen, hier eins. Die Knollen kann man dann im Winter erden oder auch das ganze Jahr. Und jetzt kommt noch ein kleiner Videoabschnitt. Ich habe das Ganze jetzt nochmal besser markiert. Mit so einem Stock und so einem Holzspreisel und noch einer alten Physalis, beziehungsweise einem Stück von einer alten Physalis. Und hier eine Rille gegraben und da kommen jetzt diese Puffbohne rein, das ist die rotsamige. Die sind auch so leicht eingedellt, wie ihr seht, aber das soll wohl nichts ausmachen. Und ich möchte einfach sehen, ob man die tatsächlich direkt ins Freiland sehen kann, schon im Februar. Das ist eigentlich noch Anfang, Mitte Februar. Und ich setze die einfach rein. Ich gebe mir hier wirklich auch keine Mühe, das ist nur ein kleiner Versuch. Und wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich darauf, wenn ihr wieder reinschaut.